Johannes Huss steht bei uns. Glückwunsch zum 3:2-Sieg über Iserlohn. Kurz, wie hast du das Spiel gesehen? Ich denke, es war ein sehr hart umkämpftes Spiel. Wir sind schlecht gestartet, wurden dann aber immer besser. Und weil wir eben hart gearbeitet haben, denke ich, haben die anderen am Ende den Kürzeren gezogen. Also schön, dass du jetzt wieder heute hier in Düsseldorf gespielt hast. Wo warst du letzte Woche? Warst du in Bad Nauheim oder hattest du gar keinen Einsatz? Ich war hier, bin auf der Tribüne gesessen, aber so ist es im Eishockey. Du hast davor die U20-Weltmeisterschaft gespielt. Wie war das nochmal so jetzt mit ein paar Tagen danach? Ihr habt ja den Aufstieg nicht geschafft. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, wir wollten auf jeden Fall aufsteigen. Das war unser großes Ziel. Das ist es seit 3-4 Jahren. Und das haben wir leider verpasst, das was sehr, sehr ärgerlich ist. Und deswegen waren wir da schwer enttäuscht am Ende. Wie hast du die Gegner eingeschätzt? Waren die wirklich so schwer oder habt ihr doch das ein oder andere Mal vielleicht Fehler gemacht? Ja, ich denke, am Ende war es bei uns persönlich, die Einstellung hat gefehlt in den Spielen. Und weil viele immer sagen, Kasachstan können nie Eishockey spielen und was weiß ich. Stimmt absolut nicht. Die haben 5 von 5 Spielen gewonnen, haben nur 2 Punkte liegen lassen. Und dann muss man denen auch zum Aufstieg gratulieren auf jeden Fall. Wie war es für euch als Mannschaft, dass es so im Skigebiet war? Und wir hatten ja auch richtig, richtig schönen Schnee. Ja, also die Landschaft und alles war traumhaft. Da haben wir wirklich nichts dagegen sagen können. Aber im Endeffekt waren wir zum Eishockeyspielen da, haben den Aufstieg nicht geschafft. Und deswegen war es sehr ärgerlich. Jetzt noch mal kurz zur aktuellen Situation. Du hast ja Förderlizenz nach Bad Nauheim. Stimmt das? Ja. Ja. Wie gestaltet sich das hier so mit Düsseldorf und Bad Nauheim? Ja, wenn ich hier nicht spielen kann, dann werde ich vielleicht nach Nauheim geschickt, vielleicht auch nicht. Bis jetzt wurde ich nicht hingeschickt, was ich positiv finde, dass er mich nicht wegschicken will, der Trainer, dass er mir hier die Chance gibt. Und ich versuche einfach mein Bestes zu geben, im Training immer 100% zu geben und alles zu zeigen, was ich kann. Und dann darf ich auch spielen. Das heißt, du hast hier die Wohnung und trainierst hier mit und wirst nur ab und zu mal runtergeschickt vielleicht. Genau, so ist es. Gut, dann wünschen wir dir weiter viel Glück und erstmal gutes neues Jahr. Danke. Vielen Dank ebenfalls. Der nächste Trainer. I mean, I thought it was a hard fought game. I thought that the pace of the game was good, considering many times after you have a couple days off over Christmas, the pace of the game can be lacking at times. I didn't think that was the case tonight for the most part, and we lost the special teams battle in the game tonight, and that was probably the difference. I thought after they scored, I thought they had the momentum of the game in the second period, and after they scored the goal to go ahead 3-2, I thought we were able to get some momentum and play the game in their end, but didn't capitalize, and hence the game ended as it did. Ich fasse das zusammen. Er hat gesagt, es war ein hart umkämpftes Spiel mit hohem Tempo. Das wäre manchmal nicht immer so nach einigen Tagen Pause, gerade über Weihnachten. Entscheidend wären heute die Special Teams gewesen, über eine Unterzahl. Nach dem 3:2 hätte die DEG Momentum gehabt. Er hätte gehofft, dass sein Team es zurückgewinnen kann und dann hinterher den Ausgleich erzielen kann. Aber das ist dann nicht umgesetzt worden. Vielen Dank. Mike Hennigans. Einen guten Abend. Ja, das haben wir gesehen bei uns vor allem. Dass es ein Teil Weihnachten war, weil die ersten 10 Minuten waren wir wahrscheinlich noch unter dem Weihnachtsbaum. Dann nachher, nach dem Powerbreak, dann ist es besser gegangen. Vor allem dann auch, wo wir das Tor geschossen haben, sind wir ein bisschen mehr im Laufen gekommen. Ja, dann am zweiten Drittel, wie Rob schon gesagt hat, hatten wir das Moment an unserer Seite, hatten wir eigentlich ein bisschen mehr Tore schießen können. Aber am Ende sind wir natürlich froh mit den 3 Punkten. Und das war richtig ein Arbeitssieg, das haben wir auch in die Kabine gesagt, in die Pause. Und vor allem nach dem ersten Drittel haben wir das gut umgesetzt. Und da am Ende war es natürlich so ein bisschen ein Schlacht. Für mich war es typisch so ein zweites Weihnachtsspiel. Das haben wir schon in der Vergangenheit mehr erlebt. Aber nochmals, wir sind froh mit den 3 Punkten. Und wir freuen uns auf das nächste Spiel.